Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin aus meinem Urlaub wieder da und hatte ja schon auf Instagram angesprochen, dass ich, wenn ich wieder da bin, unbedingt meinen Lesemonat für die Monate Juli und August abdrehen möchte. Und ja, dieses Video gibt es heute. Es sind, wenn ich mich nicht verzählt habe, 15 Bücher in den letzten zwei Monaten geworden. Das Video wird also wieder eine Weile dauern. Und es waren tatsächlich wirklich viele gute Bücher dabei. Leider auch zwei Flops, muss ich sagen, aber tatsächlich wirklich sehr, sehr viele gute Bücher, wenig Durchschnittsbücher. Ich glaube sogar tatsächlich, kein Buch hat 3 Sterne gekriegt, sondern immer mindestens 4. Also ich war alles in allem wirklich sehr begeistert und wie gesagt, 2 waren leider nicht so gut. Ich glaube, 1 3-Sterne-Buch ist dabei. Oder 2. Das waren aber eher die englischen. Von den deutschsprachigen haben mir wirklich alle sehr, sehr gut gefallen. Und ja, ich wünsche euch natürlich wie immer ganz viel Spaß beim Zuschauen und wir legen mal direkt los. Das erste Buch, das ich euch direkt zeigen möchte, mochte ich wirklich sehr gerne und hat mir gezeigt, dass ich von der Autorin definitiv noch mehr lesen möchte. Und zwar ist es Westwell Heavy and Light von Lena Kiefer. Mit einem, wie ich finde, wirklich atemberaubend schönem Cover. Also wow, ich freue mich wirklich schon richtig, die Bücher alle in meinem Bücherregal nebeneinander stehen zu haben, weil es wirklich einfach ein richtiger Hingucker ist. Hier noch mit der Verzierung und so weiter. Also ich bin mega verliebt. Und wir haben hinten dann auch schon, zwar nur als Bild, aber alle 3 Teile, so werden sie aussehen. Und der nächste erscheint jetzt auch tatsächlich im Oktober, also nächsten Monat. Ich freue mich schon sehr darauf. Ja, und in diesem Buch, in Westwell, geht es um Helena Weston und Josiah Coldwell. Und die beiden, die sollten sich eigentlich ziemlich hassen, denn ihre beiden Familien sind total verfeindet. Es ist so, dass Helenas Schwester mit Josiahs Bruder zusammen war und beide bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen sind. Und seitdem macht Josiahs Familie, Helenas Familie, total dafür verantwortlich, zieht die öffentlich wirklich sehr durch den Dreck und macht sie schlecht. Ja, und deswegen sollten die beiden sich auf jeden Fall richtig hassen. Als sie sich jedoch kennenlernen und es immer wieder zu Begegnungen kommt, passiert aber genau das Gegenteil. Die beiden fühlen sich immer mehr zueinander hingezogen und kriegen den anderen irgendwie auch nicht so richtig aus dem Kopf. Das jetzt auf jeden Fall erstmal zum Inhalt. Wie gesagt, ich mochte es sehr gerne und ich habe das Ganze als Hörbuch gehört. Und an dieser Stelle würde ich einmal sehr, sehr gerne Werbung machen. Ich habe eine Kooperation für dieses Video, über die ich mich wirklich sehr doll gefreut habe. Ich suche mir meine Kooperationen, die ich mache, wirklich immer ganz bewusst aus und entscheide mich da auch wirklich immer ganz bewusst für oder gegen eine Kooperation, aber über diese freue ich mich so sehr. Es ist nämlich eine Kooperation mit BookBeat und ich nutze BookBeat tatsächlich schon seit Anfang 2020 selber. Ich habe ja 2019 meine Liebe für Hörbücher entdeckt und BookBeat, ja, da bin ich dann auf kurz oder lang irgendwie nicht drum herum gekommen. Für mich ein Riesenvorteil bei den Hörbüchern von BookBeat ist, dass ich die Geschwindigkeit verstellen kann. Ich bin nämlich zum Beispiel eine Hörbuchhörerin, die die Hörbücher mit erhöhter Geschwindigkeit hören muss. Also mir ist das sonst wirklich einfach zu langsam und ich schlafe gefühlt dabei ein. Aber BookBeat ist da wirklich, finde ich, eine tolle Plattform, weil es im Prinzip wie eine Hörbuch-Flatrate funktioniert. Es gibt 3 verschiedene Abos. Einmal, ich glaube, das Basispaket, das Standardpaket und das Premium-Paket. Ihr könnt, je nachdem wie viele Hörstunden ihr im Monat hört, selbst entscheiden, für welches Paket ihr euch entscheidet. Und ich bin tatsächlich immer bei den Hörbüchern dabei aus dem Romance- und Fantasy-Genre, wie ihr es eigentlich auch aus meinen Videos kennt. Aber ich habe mir tatsächlich auch schon mal das ein oder andere Sachbuch auf meine Want-to-Hear-Liste da gepackt. Das finde ich auch ganz toll. Ihr könnt alle Titel einmal abspeichern, die ihr irgendwie haben möchtet, die noch auf eurer Liste stehen, wenn ihr da irgendwie eins habt, wo ihr denkt, das möchte ich jetzt nochmal gerne irgendwann hören, aber damit ihr es nicht aus dem Hinterkopf verliert, packt ihr es einfach auf eure Liste. Mega praktisch.
Ja, aber auch für diejenigen von euch, die sehr, sehr gerne Krimis hören, Thriller hören. Es gibt auch total viele Kinderhörbücher tatsächlich da. Also es ist alles dabei und tatsächlich sind auch vereinzelt E-Books dabei. Also das habe ich jetzt auch erst irgendwann vor ein paar Monaten mal entdeckt, dass Bookbeat nicht nur Hörbücher hat, sondern auch mal E-Books. Also alles in allem, ich mag Bookbeat sehr gerne. Ich nutze es wirklich jeden Tag. Ich höre abends in der Badewanne total gerne Hörbuch oder auch wenn ich einfach im Bett liege und mir ein bisschen was vorlesen lassen möchte, wenn ich einfach nicht mal selber Lust habe, nochmal zum Buch zu greifen, dann habe ich mein ganzes Zimmer immer schon dunkel und dann läuft einfach an meinem Handy ein bisschen mein Hörbuch. Also ich nutze es wirklich jeden Tag, ich bin total begeistert und habe mich deswegen sehr, sehr über diese Kooperation gefreut. Ihr könnt tatsächlich mit einem Code von mir, nämlich City of Words, Bookbeat 2 Monate kostenlos testen. Das finde ich wirklich super. Ich glaube, früher konnte man das immer tatsächlich 1 Monat testen, aber ihr habt jetzt wirklich volle 2 Monate, um einfach mal zu gucken, ist das was für mich oder nicht. Probiert euch einfach mal aus, hört irgendwo rein. Ihr müsst auch nicht, wenn ihr ein Buch angefangen habt, das sofort zu Ende hören. Es ist ja eine Flatrate. Ihr könnt einfach euch ausprobieren, wie ihr möchtet. Und wie gesagt, das ist für 2 Monate jetzt kostenlos zum Ausprobieren. Ich glaube, da kann man eigentlich wirklich nichts falsch machen. Von daher lege ich es euch sehr ans Herz und ja, würde mich einfach freuen, wenn ihr es auch mal ausprobiert. So, das war einmal kurz die Werbung für BookBeat und jetzt nochmal kurz zu Westworld von Lena Kiefer. Wie gesagt, es hat mir wirklich gut gefallen. Das Buch hat 4 Sterne bekommen. Ich habe es auch sehr, sehr gerne als Hörbuch gehört. Also ich habe mich immer wieder darauf gefreut, wenn ich weitergehört habe. Ich muss sagen, am Anfang hat es mir ein bisschen zu lange gedauert, bis die Liebesgeschichte richtig angefangen hat. Also wir hatten, so empfand ich es, eine relativ längere Einleitung, wo wir eben in dieses ganze Geschehen eingeführt wurden mit Helena, mit Jesaja, mit den Familien. Aber die zweite Hälfte war wirklich cool und vor allem habe ich das bekommen, womit das Buch wirbt, nämlich eine verbotene Liebesgeschichte. Denn die Liebe zwischen Helena und Jesaja sollte definitiv nicht sein. Und ich fand auch einfach dieses Setting toll, New York, die High Society, die Geheimnisse, denn mit diesem Band ist definitiv noch nicht alles geklärt und es geht im zweiten Band mit Helena und Jesaja weiter. Und von daher fand ich das wirklich gut gemacht und auch eben diese Anlehnung an Romeo und Julia. Einfach cool. Ich freue mich nach dem Ende schon sehr auf den zweiten Band und ja, bin schon richtig gespannt, wie es da weitergeht und freue mich vor allem auch, ja, den zweiten Band daneben diesen ersten zu stellen und dann irgendwann noch den dritten, weil sie sind wirklich einfach so schön. Das nächste Buch war tatsächlich ein Jahreshighlight. Ich habe es vielleicht schon so ein bisschen geahnt, dass es das wird. Ich muss aber zugeben, bevor ich das Buch angefangen habe, hatte ich auch so ein bisschen Zweifel. Aber letzten Endes hat es auf jeden Fall 5 Sterne verdient. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und zwar ist es Boston Bells Rake von LJ Shen. Diejenigen von euch, die meine Videos schon länger gucken, wundern sich jetzt wahrscheinlich nicht, dass ich mal wieder ein LJ Shen Buch mit 5 Sternen bewerte. Aber ich muss wirklich sagen, das Buch war echt der Knüller. Und vor allem, ich meine, guckt es euch mal wieder an. Das hatte wieder über 500 Seiten, das Ding hier. Also das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Wir sind hier bei 520 Seiten. Es ist wirklich immer wieder für mich erstaunlich und aber auch schön zu sehen, dass LJ Shen so dicke Romance-Bücher schreibt und ich immer wieder nur so durch die Seiten fliege und nicht einmal das Gefühl habe, es zieht sich. Also das liebe ich wirklich einfach sehr an diesem Buch und auch an anderen Büchern von ihr. Das ist nämlich nicht das erste dicke Buch, was sie geschrieben hat. Ja, aber worum geht es? Wir haben hier in der Geschichte die liebe Emmabel Penrose, die wir auch eigentlich schon seit Band 1 der Boston Bells Reihe kennen. Und Emmabel, ja, die liebt ihre Unabhängigkeit über alles. Sie ist eine knallharte Geschäftsfrau. Die lässt sich von Männern ganz bestimmt nichts vorschreiben und zieht immer knallhart ihr Ding durch. Allerdings, ja, wünscht sie sich dann irgendwann doch eine Sache mehr als alles andere. Das Problem ist, dafür braucht sie definitiv einen Mann an ihrer Seite und das steht jetzt nicht so weit oben auf ihrer To-Do-Liste. Allerdings findet sie jemanden, mit dem das Ganze arrangiert etwas möglich sein könnte und zwar ist das Devon Whitehall. Und er und Emmabel, die hatten auch schon mal eine Affäre miteinander. Emmabel hat die dann ja recht abrupt dann doch beendet. Also sie schläft eigentlich auch mit einem Mann nie mehr als einmal. Aber ja, Devon,
Und sie haben dann so ein Arrangement, wie gesagt. Und dabei muss Emmabelle aber feststellen, dass sie Devon dann doch immer mehr verfällt. Und das verunsichert sie, das macht ihr Angst. Und das ist einfach mit Dingen verbunden, an die sie nicht denken möchte. Ja, so viel zum Inhalt. Mehr möchte ich eigentlich auch gar nicht verraten. Ich muss sagen, die ersten 100 Seiten waren für mich tatsächlich ein bisschen tricky. Und das lag vor allem daran, dass ich mit Emmabelle nicht so richtig warm geworden bin. Ich hatte damit schon im Vorfeld gerechnet, weil Emmabelle bis jetzt nie ein Charakter war, den ich toll fand, mit dem ich mich identifizieren konnte. Ich fand sie immer eher ein bisschen schwierig und das hat sich auch so in den ersten 100, vielleicht 150 Seiten wiedergespiegelt. Aber in dieser Geschichte erfahren wir immer mehr über Emmabelle und auch einfach über Dinge aus ihrer Vergangenheit. Und ich glaube, man fängt dadurch an, sie ein bisschen besser zu verstehen. Jedenfalls war es bei mir so. Und irgendwann war ich dann einfach so gecatcht und wollte einfach dieses Happy End für sie und für Devon so, so sehr, weil sie es einfach echt verdient hat. Und ja, das war wirklich einfach schön zu verfolgen. Und ich glaube, das Buch wird mir auch immer sehr stark in Erinnerung bleiben, weil ich es zu einer Zeit gelesen habe, in der ich sehr, sehr viel Stress hatte, in der es mir auch nicht immer so gut ging. Und dieses Buch hat mir einfach auch mal wieder gezeigt, warum ich es eigentlich so sehr liebe zu lesen. Denn ich glaube, das hatte ich davor so in den letzten Wochen, vielleicht auch schon Monaten, immer so ein bisschen vergessen. Beziehungsweise es war bei mir einfach nicht mehr so präsent. Und als ich dieses Buch gelesen habe, habe ich einfach wieder gemerkt, wie viel Spaß es doch macht, wenn man so ein richtig gutes Buch hat, das einen nachts wach hält und wo man einfach immer wissen möchte, wie es weitergeht. Von daher, das werde ich immer im Hinterkopf haben, wenn ich dieses Buch hier sehe. Und von daher 5 Sterne. Es war ein toller Abschluss dieser Reihe, wieder mit Plot-Twist und allem, was ich an LJ Shen so liebe. Und ich freue mich jetzt schon sehr auf ihre neue Reihe und auch auf The Devil Wears Black, das nächstes Jahr. Das Buch erscheint nächstes Jahr im März. Von daher, ja, noch mehr LJ Shen ist einfach der Hammer. Über das nächste Buch möchte ich eigentlich gar nicht so viel sprechen, denn es gibt ein eigenes Video zu diesem Buch. Es ist nämlich Crescent City, wenn ein Stern erstrahlt, von Sarah J. Maas. Ich verlinke euch unter dem i sehr, sehr gerne einmal meine Rezension zu diesem Buch. Ja, da erzähle ich einfach so ein bisschen von meinem Leseerlebnis mit Crescent City. Aber ich glaube, kurz zusammengefasst kann ich sagen, dieses Buch war wieder der absolute Hammer. Es hat 5 Sterne bekommen. Und Sarah J. Maas enttäuschte mich wirklich mal wieder nicht. Das ist Fantasy, wie ich es liebe. Dieses Zusammenspiel von Liebesgeschichte und den Fantasy-Aspekten war wieder grandios. Also die Liebesgeschichten kommen da wirklich auch nie zu kurz. Das habe ich so gefeiert und es gab so viele Entwicklungen, so viele tolle Charaktere, die mehr Platz bekommen haben in diesem Buch. Und das Ende lässt einen wirklich einfach nur sprachlos zurück und ich bin wirklich so gespannt, wie es jetzt in Teil 3 weitergeht. Es haben nämlich mich einige darauf aufmerksam gemacht, dass als nächstes gar nicht der nächste Band zu Das Reich der 7 Höfe kommen wird, sondern Crescent City Band 3. Ich hatte auch noch beim Verlag nachgefragt und tatsächlich ist jetzt wohl als nächstes Crescent City 3 geplant. Erscheinungsdatum und so weiter steht aber noch nicht fest. Ich freue mich aber wirklich riesig. Ich kann euch echt gar nicht sagen, wie groß die Vorfreude auf Crescent City 3 ist. Nach diesem grandiosen Buch. Es ist so dick, aber es hat sich für mich wirklich nicht an einer Stelle gezogen. Ich habe es einfach wieder so geliebt. Wirklich, es war einfach toll und ich liebe Sarah J. Maas, ich liebe ihre Bücher und ich kann es wirklich nicht erwarten, bis der nächste Band kommt. Als nächstes möchte ich gerne über The Ruthless Groom sprechen von Monica Murphy. Ich habe euch auch in meinem letzten Lesemonat den ersten Teil vorgestellt und das ist jetzt Band 2 der Reihe rund um Perry und Charlotte. Ja, die beiden heiraten ja, um ihren Familien ein in Anführungszeichen Gefallen zu tun. Ihre beiden Familien möchten gerne irgendwie, dass es eine Verbindung zwischen ihnen gibt, weil das verschiedene Vorteile mit sich bringt. Und die beiden sind noch unverheiratet in den Familien und so wird gesagt, ihr beide, ihr sollt doch jetzt heiraten. Und obwohl beide davon am Anfang irgendwie wirklich echt überhaupt nicht angetan sind, ja, fühlen sie sich doch irgendwie immer mehr zueinander hingezogen und ja, finden dieses Arrangement vielleicht auch mal gar nicht mehr so schlecht. Das mal kurz zum Inhalt.
Ja, das Buch war nicht besonders lang. Ich muss aber sagen, dass ich das Buch ein bisschen schwächer fand als Band 1. Also ich glaube, ich habe dem Ganzen auch 3 Sterne gegeben oder 3,5, weil es nicht so viel Inhalt für mich gab. Also ich weiß nicht, ich fand im ersten Band gab es da irgendwie ein bisschen mehr, das hätte mir etwas besser gefallen. Wir erfahren ein bisschen mehr über Charlottes Vergangenheit, das schon. Aber wie gesagt, mir hat so ein bisschen mehr Inhalt gefehlt. Das Ende ist dann sehr rasant und ja, mal gucken, wann ich den dritten Teil lesen werde. Steht es aber aktuell nicht auf meiner Prioritätenliste, aber irgendwann ja, habe ich da bestimmt nochmal Lust drauf zu gucken, wie die Geschichte enden wird. Ja, auch das nächste Buch ist, glaube ich, bei den englischen Büchern eins, dem ich 3 Sterne gegeben habe. Die deutschsprachigen Bücher, wie gesagt, haben eigentlich alle immer mindestens 4 Sterne gekriegt. Aber das Buch, ja, es war nicht ganz meins, muss ich leider sagen. Und es ist das erste Buch von der Autorin, wo ich wirklich sagen kann, es war nicht meine Geschichte. Und zwar ist es Antichrist von Emma Jones. Ja, ich liebe Emma Jones. Ich habe wirklich ganz, ganz tolle Erinnerungen an die Elite Kings Club Reihe, an Crowned by Hate und Crowned by Fate. Das waren super Bücher. Flip Trick von ihr fand ich mega. Band 1 und Band 2 von der mit einer Mayhem-Reihe habe ich geliebt. Ja, und Antichrist ist ein Standalone von ihr. In der Geschichte geht es um Meraki und Nico. Die beiden sind im Jugendalter sehr, sehr dicke befreundet. Sie haben da so einen Freundeskreis. Und es ist irgendwie immer so ein bisschen hin und her zwischen den beiden. Sie fühlen sich aber unglaublich zueinander hingezogen und ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass sie sich auch geliebt haben. Allerdings verschwindet Nico dann aus ihrem Leben und taucht Jahre später wieder auf in einer neuen Position durch bestimmte Ereignisse. Ja, und sie weiß nicht so richtig, was sie davon halten soll. Sie erinnert sich zwar auch immer noch mal wieder an ihre Jugendzeit zurück, aber Nico hat sich in ihren Augen auch sehr verändert, aber es bleibt nicht aus, dass die beiden sich wieder näher kommen. Aber Nikos Rückkehr hat eigentlich einen ganz bestimmten Grund und der hat mit Meraki zu tun und davon weiß sie nichts. Das würde ich, glaube ich, erstmal so zum Inhalt sagen. Mein Hauptproblem mit der Geschichte war, dass unsere beiden Protagonisten, und ich sage hier wirklich bewusst beide, also sowohl Nico als auch Meraki, haben meiner Meinung nach Entscheidungen getroffen in der Vergangenheit, in der Gegenwart. Sie haben irgendwie Verhaltensweisen an den Tag gelegt und Dinge gesagt und gemacht, die ich einfach insgesamt nicht verstehen konnte. Ich habe es nicht nachvollziehen können, was das Ganze sollte. Da war wirklich von meiner Seite einfach ganz, ganz viel Unverständnis irgendwie da. Und ja, auch zum Schluss, so ich sag mal, das letzte Drittel, da habe ich mich gefragt, was soll das eigentlich? Nee, also irgendwie, ich weiß nicht, das war nicht meins und ich habe es nicht verstanden. Ich habe die beiden nicht verstanden. Ich fand das sehr unschlüssig einfach, nicht nachvollziehbar und ja, das hat mich einfach irgendwie sehr gestört, weil meiner Meinung nach das alles auch ganz anders hätte ablaufen können und ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich habe es irgendwie einfach nicht verstanden. Ich fand wirklich den Anfang wieder gut gemacht, also ich war auch wieder schnell in der Geschichte drin und ich bin auch da schnell durch gewesen, immer wenn ich angefangen habe zu lesen, habe ich immer auch am Stücken ein bisschen gelesen. Also ich habe dann die 2 Seiten dann auch gelesen, weil es wirklich wieder schön geschrieben war. Und am Anfang konnte es mich auch catchen, aber wie gesagt, es ließ immer weiter nach, weil da eben so viele Sachen passiert sind, die für mich nicht nachvollziehbar waren. Und das Ende verstehe ich irgendwie nicht so richtig, aber da bin ich auch nicht die Einzige. Also da gibt es auch mehrere. Von daher, ja. Ist das dann jetzt so, ich glaube, Emma Jones hat gesagt, es wird sich auf jeden Fall immer alles aufklären. Das ist in ihren Büchern ja auch so. Wenn man mal eine Sache nicht versteht, irgendwann wird die angesprochen werden oder aufgeklärt werden. Ja, ich freue mich jetzt richtig auf ihre nächste Neuerscheinung, nämlich Wicked. Das ist ein Buch, was in dem Universum von Sicko spielt. Und da freue ich mich wirklich drauf. Das könnte, glaube ich, echt eine gute Geschichte werden. Ich hoffe, dass sie da nicht wieder solche Dinger dreht wie hier bei Antichrist. Aber
ich bin einfach mal guter Dinge und sage, es war ein 3-Sterne-Buch, war nicht mein Lieblingsbuch von der Autorin, aber ich habe es jetzt auf jeden Fall gelesen. Das nächste Buch hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich habe es auch wieder als Hörbuch gehört und kann euch wirklich sagen, es war wirklich eine schöne Geschichte und auch einfach mal ein bisschen was anderes. Und zwar The Stories We Write von Olivia Dade. Das ist der erste Band in dieser Reihe. Ich glaube, hier sind auch die anderen Bände drin, genau. Hier sind noch einmal Band 2 und Band 3 drin. Es ist mit einer Trilogie von der Autorin. Die heißt auch die Fandom-Trilogie, hat auch einen Namen. Ja, und in diesem Band geht es um Markus Kester Rupp und er ist ein totaler Star. Er spielt nämlich in der Hitserie Gods of the Gates mit. Das ist eine Serie, die auf Büchern basiert und die ist wirklich total durch die Decke gegangen. Also ihr müsst euch das vorstellen. Ich glaube, das ist vielleicht schon so ein bisschen was wie hier Game of Thrones oder andere Serien, die so ein bisschen einfach mit diesen Fantasy-Aspekten zu tun haben. Es geht da halt eben um Götter und so weiter. Ja, und die ist wirklich der absolute Renner, diese Serie. Also es gibt da extra Veranstaltungen für und total viel, was da irgendwie für gemacht wird. Und unsere Protagonistin April ist ein richtiger Hardcore-Fan von dieser Serie. Also die feiert die total und sie schreibt auch sogar Fanfictions über bestimmte Charaktere, über bestimmte Paare in der Serie. Sie kreiert auch Kostüme dazu und ja, freut sich einfach immer total, wenn irgendwas mit Gods of the Gates zu tun hat. Ja, allerdings wird April eines Tages im Internet, ja, nicht besonders gut behandelt, beziehungsweise es werden nicht so schöne Sachen über sie geschrieben, weil sie eben keine 90-60-90 Masse hat, sondern einfach etwas stabiler ist und das kommt bei bestimmten Leuten einfach da gar nicht gut an und sie wird total niedergemacht dafür. Und da springt Markus Kester Rupp ein, der bekommt das nämlich mit und bittet sie um ein Date, öffentlich im Internet. Und April ist so, hat er das jetzt wirklich gefragt und was soll das irgendwie? Aber sie sagt tatsächlich zu und die beiden verstehen sich irgendwie auf Anhieb auch. Es ist am Anfang so ein bisschen ein Herantasten, würde ich sagen, aber es entsteht auf jeden Fall noch viel mehr. Das einmal zum Inhalt und ja, 4 Sterne hat das Ganze bekommen. Es war wirklich mal was anderes. Ich fand dieses Ganze drumherum mit Gods of the Gates total toll. Hier sind auch immer wieder im Buch Fanfictions drin, also wirklich so kurze Ausschnitte daraus, wie April sie geschrieben hat. Das fand ich total cool. Da haben auch immer so bestimmte Begriffe, die dazugehören, mit denen ich jetzt auch nichts anfangen kann, weil ich bei den Fanfictions auch einfach nicht drin bin im Thema. Aber die werden hinten auch nochmal erklärt von der Autorin. Und ja, dann eben schon diese Prämisse, dass Markus April um ein Date bittet öffentlich, weil sie da irgendwie wegen ihrer Figur schlecht gemacht wird. Das fand ich auch irgendwie total toll und auch, wie gesagt, alles, was mit diesen Fanfictions da auf sich hatte. Das war mal was ganz anderes, auch was ich jetzt noch nicht so gelesen hatte und deswegen mochte ich das gerne. Es gab die ein oder andere Länge, das muss ich schon sagen. Also ich glaube, das Buch hatte ja auch knapp 500 Seiten. Das habe ich doch an der einen oder anderen Stelle gemerkt, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz hat es mir wirklich gut gefallen. Zum Schluss kam dann nochmal wirklich ein schönes Tempo rein, auch ein bisschen Drama und so weiter. Und von daher fand ich auch einfach die Botschaft wieder schön, dass wir hier Body Positivity drin haben. Und ja, ich mochte es wirklich sehr gerne. Ich habe dann tatsächlich auch im August direkt mit dem zweiten Band der Reihe weitergemacht. Und zwar The Secrets We Share, auch von Olivia Dade. Das Buch ist ein kleines bisschen dünner, sieht man vielleicht. Und in der Geschichte haben wir Alexander Woodrow. Und er ist auch Schauspieler in der Serie Gods of the Gates. Allerdings, ist seine Impulskontrolle nicht immer unbedingt die beste, auch dank seiner ADHS-Erkrankung. Also er hat schon länger ADHS und da kann er sich nicht immer unbedingt so zurückhalten. Jetzt muss man dazu sagen, er schlägt wirklich einmal
sehr über die Stränge und bekommt daraufhin eine Aufpasserin an seine Seite gestellt. So tritt dann auch Lauren Clegg in sein Leben und sie soll eben so ein bisschen gucken, dass er sich bei öffentlichen Veranstaltungen ruhig verhält und eben einfach keinen Mist baut. Vor allem Mist, der dann in Negativschlagzeilen in der Öffentlichkeit landet. Da haben die Showrunner wirklich gar keine Lust drauf. Ja, und die beiden kommen sich auch Stück für Stück näher. Allerdings gibt es da auch so eine Kluft einfach zwischen ihnen. Alexandra ist der unglaublich angesehene und beliebte Schauspieler und Lauren ist einfach so das Mädchen von nebenan. Sie hat auch keine 90-60-90 Maße und ja, hat damit auch immer wieder Probleme und Bodyshaming spielt da auch wieder so ein bisschen auf jeden Fall ein Thema. Ja, und es scheint irgendwie einfach ein paar Dinge zu geben, die zwischen den beiden stehen. Ich muss sagen, ich habe mich auf das Buch wirklich gefreut, weil Alexander auch im ersten Teil Charakter war, den ich gerne mochte. Ich muss aber wirklich leider sagen, es tut mir sehr, sehr leid, dass das Buch für mich schon ein bisschen ein Flop war. Also ich habe dem Ganzen 2,5 Sterne, meine ich, gegeben. Nee, es war leider nicht meine Geschichte. Ich glaube, hauptsächlich lag es daran, dass ich irgendwie immer auf den Inhalt gewartet habe. Also dieses Buch fühlte sich so ein bisschen wie eine nicht endende Einleitung an. Ich habe da wirklich ein bisschen den Inhalt vermisst. Und bis die Liebesgeschichte dann mal in Fahrt gekommen ist für ein Romance-Buch, also das hat mir viel zu lange gedauert. Da war ich wirklich, also weiß ich nicht, da habe ich dann echt gedacht, warum passiert nichts, warum geht denn da nicht mal irgendwas? Und wie gesagt, es war immer so ohne Inhalt. Alles, was passiert ist, das hätte man auch einfach weglassen können. Also das Buch hätte locker 100 Seiten weniger haben können und es hätte jetzt nichts an Inhalt gefehlt, meiner Meinung nach. Und deswegen war es leider nicht meins, muss ich sagen. Ich habe dann wirklich mich immer so ein bisschen dazu aufraffen müssen, nochmal darin weiterzuhören. Und das zeigt mir auch eigentlich schon immer, es ist nicht mein Buch leider. Ja, gibt es auch. Ist natürlich Geschmackssache. Wenn ihr das Buch sehr gerne mochtet, ist es vollkommen okay. Aber ich möchte unbedingt dem dritten Teil noch eine Chance geben. Der erscheint Ende Januar, weil ich da die Geschichte auch wirklich cool finde. Also ich finde, die hört sich sehr interessant an. Und ich hoffe, dass der dritte Teil mich wieder mehr catchen kann. Das nächste Buch habe ich wirklich schon vor einer Weile angefangen. Und habe einfach ein bisschen gebraucht, bis ich das Ganze jetzt beenden konnte. Aber es war dann tatsächlich, ich glaube, im August soweit und ich konnte das Buch beenden. Und ich muss wirklich sagen, dass mich das Ende bei diesem Buch sehr überrascht hat. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und dafür hat das Buch auch wirklich einen ganz, ganz großen Pluspunkt bekommen. Und zwar ist es The Beautiful, Tödliche Dämmerung von Renee Adi. Diejenigen von euch, die meine Videos auch schon wieder ein bisschen länger gucken, wissen, ich liebe Renee Adi. Sowohl Zorn und Morgenröte als auch Rache und Rosenblüte und ihre, ich glaube, Samurai-Dilogie war es. Ein Mädchen aus Feuer und Sturm und ein Herz aus Eis und Liebe. Das waren alles Titel, die ich so gefeiert habe. Und ich habe mich schon immer gefragt, wann mal wieder ein neues Buch von ihr kommt. Ja, und The Beautiful ist jetzt endlich erschienen und tatsächlich auch schon der zweite Teil, The Damned, den ich auch schon hier habe. Ja, aber in The Beautiful geht es um die junge Schneiderin Celine und sie reist 1872 nach New Orleans von, ich meine, Paris. Sie lässt ihr ganzes Leben dort hinter sich. Da sind auch nicht unbedingt so schöne Erinnerungen mit verbunden. Ja, und New Orleans ist wirklich eine Stadt, die sie irgendwie sofort beeindruckt und die sie in ihren Bann ziehen kann, vor allem auch einfach zu dieser Zeit. Allerdings trifft Celine dort auch auf einen jungen Mann, und zwar Sebastian Saint-Germain oder Sebastian, wie man ihn auch aussprechen möchte. Ja, und er hat so eine gewisse Ausstrahlung und so eine gewisse Aura, die Celine irgendwie nicht loslässt. Da ist irgendwie was und das merkt sie auch. Und tatsächlich, ja, passieren einige Dinge in der Stadt, die definitiv mit irgendwelchen übernatürlichen Dingen zu tun haben müssen. Mehr möchte ich nicht verraten über dieses Buch. Ja, ich liebe das Cover und ich habe auch hier den Buchschnitt, diese Sonderausgabe von der Bücherbüchse, finde ich auch wirklich echt richtig toll. Aber das Buch hat, glaube ich, diese Stimmung und das Ganze drumherum aus dieser Jahreszeit, aus dieser
Zeit, in der das spielt, also 1872, total gut eingefangen, finde ich. Also Renée Adi hat mir auch einfach wieder gezeigt, dass sie super gut schreiben kann. Ich finde ihren Schreibstil super einnehmend und poetisch und so war auch wieder hier in diesem Buch. Das ist für mich immer was ganz Besonderes. Ich fand es ein bisschen schade, dass es nicht so viele Konversationen zwischen Celine und Sebastian gab. Also ich weiß nicht, oder Sebastian, wie gesagt, wie man ihn aussprechen möchte. Ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich habe mir da ein bisschen mehr gewünscht. So an Interaktion, an Kommunikation und auch die Liebesgeschichte ist mir ein bisschen zu kurz gekommen, muss ich sagen. Und dann hatte ich eigentlich schon so gedacht, okay, das Buch wird dann vielleicht eher so Richtung 3 Sterne gehen, aber zum Schluss, also da überschlug sich wirklich ein Ereignis nach dem nächsten gefühlt. Ich würde sagen, so in den letzten 100 Seiten und mit dem Ende habe ich irgendwie gar nicht gerechnet. Also ich bin während des Lesens wirklich die ganze Zeit von einer völlig falschen Annahme ausgegangen, die zum Schluss dann widerlegt wurde und ich dachte mir, hä? Nee, habe ich mich jetzt verlesen, dachte ich dann so, aber nein, es war wirklich so. Die ganze Zeit denkt man als Leserin oder Leser eine bestimmte Sache, aber die ist gar nicht der Fall. Und das war so gut gemacht und dann auch, wie gesagt, dieses Ende, das endete so richtig mit so einem Knall. Ich dachte mir, wow. Also dafür gab es einen riesengroßen Pluspunkt, deswegen hat das Buch echt nochmal 4 Sterne bekommen. Und ich bin gespannt, wie es in Band 4 weitergeht. Also in Band 2 weitergeht. Also, mein lieber Scholli, war auf jeden Fall nicht ohne. Ich freue mich wirklich drauf. Also mal gucken, ob ich das Buch noch dieses Jahr anfangen werde. Aber ich habe mich mal zurückerinnert. Es war nämlich so, bei das Mädchen aus Feuer und Sturm, so genau. Das war ja der erste Band. Da hatte mir auch das Ende richtig, richtig gut gefallen. Und vorher fand ich auch immer so, okay, war jetzt auf keinen Fall schlecht. Aber das Ende hat da auch richtig was rausgerissen. Und dann habe ich den zweiten Teil ja über alles geliebt. Der hat ja 5 Sterne bekommen. Und ich vermute, dass es hier bei der Reihe genauso sein wird, dass ich den zweiten Teil richtig lieben werde. Also, wir schauen mal. Ja, auch das nächste Buch ist tatsächlich ein Flop gewesen. Also der zweite Flop in dem Video. Ich weiß wirklich nicht, also ich habe selten, also für mich, ich muss natürlich immer von meiner Meinung sprechen, aber ich habe selten so ein einfallsloses und langweiliges Fantasy-Buch gelesen, beziehungsweise in diesem Fall als Hörbuch gehört. Und zwar ist es Die Flammende von Kristen Cashore. Ja, das ist ein Buch, was ich tatsächlich mal von meinem Sub befreien konnte. Ich glaube, das ist tatsächlich seit 2018 schon hier bei mir. In diesem Fall noch die älteren Hardcover-Ausgaben, die ich aber so schön finde und ich es einfach schade finde, dass der Carlsen Verlag jetzt irgendwie die ganzen Bücher nochmal als Taschenbuch rausgebracht hat, inklusive den 4. Band und den 4. Band ich auch nochmal als Hardcover und die Hardcover-Ausgaben nochmal rausgebracht hat. Ja, ich habe dann schon echt hin und her überlegt, ob ich mir die Bücher nochmal als Taschenbuch wirklich holen soll, damit sie einheitlich bei mir sind. Aber nachdem ich den zweiten Teil auch wirklich nicht gut fand, habe ich mir gedacht, komm, lass es einfach. Du hast die Hardcover-Ausgaben und das ist mehr als genug. Ja, wir haben hier in der Geschichte Fire und sie ist eine junge Frau, die vielen Männern in Anführungszeichen den Kopf verdreht. Also wenn sie sehen, dann sind sie schon fast so ein bisschen besessen von ihr und das hat einfach mit ihrer Person zu tun. Wenn ich mich nicht irre, ist sie tatsächlich auch eine Beschenkte. Das fand ich aber auch irgendwie im Buch so ein bisschen, naja, okay. Naja, aber auf jeden Fall, sie ist auf jeden Fall jemand, der auch irgendwie in Anführungszeichen so bestimmte Fähigkeiten, magische Fähigkeiten besitzt. Und sie trifft eines Tages auf Prinz Briggen. Und er ist ein total unnahmbarer Mensch, ein totales Rätsel für sie und er mag sie eigentlich auch überhaupt nicht. Alles, wofür sie steht, verabscheut er sehr. Aber als er Fire ein bisschen näher kennenlernt, tut sich zwischen den beiden wirklich was. Ja, das würde ich jetzt irgendwie erstmal so zum Inhalt sagen, denn ich muss euch leider sagen, viel mehr Inhalt gab es für mich auch irgendwie nicht. Also es war wirklich so einfallslos. Ein so einfallsloses Buch. Wow, also es hätte, glaube ich, kaum langweiliger sein können. Dann wird dieses Buch ja auch als Romantasy-Buch verkauft. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ja, wo ist denn hier die Romance? Also die macht wirklich vielleicht vom ganzen Buch 10% aus.
höchstens 10%. Und dann denke ich mir, wenn man sagt, das ist ein Romance-Buch, also da erwarte ich was ganz anderes von. Also es ist kein Romance-Buch, kein Romance-Fantasy-Buch für mich. Es ist ein Buch ohne Inhalten, Buch, was einfallslos ist. Und dann fand ich auch, oder ich finde diese ganze Fantasy-Welt auch einfach überhaupt nicht ansprechend. Also mir gefällt die nicht, diese Welt mit den Beschenkten und so, weil ich irgendwie nicht finde, dass das irgendwie, dass das Ganze besonders ist, dass das das besonders macht oder irgendwie so. Also leider, Leute, muss ich sagen, es war echt ein Flop. Das Ende hat nochmal ein ganz kleines bisschen was irgendwie gerettet, wo ich sage, okay, es war vielleicht dadurch das Ende ganz, ganz nett, ganz schön. Ich habe dann, glaube ich, auch 2,5 Sterne vergeben, aber es hätten auch 2 bis 2,5 Sterne sein können. Wirklich, es war leider echt nicht mein Buch und keine Ahnung, ob ich den dritten Band jetzt nochmal irgendwie als Hörbuch höre. Ich meine, das fand ich wirklich gut, dass mit dieser neuen Veröffentlichung der Taschenbücher alle auch nochmal als Hörbuch neu vertont wurden. Die gibt es auch alle auf BookBeat. Das fand ich wirklich super, aber leider war das Buch einfach nichts. Tut mir leid, es hat mir echt nicht gefallen. Das nächste Buch war ein Buch, über das ich mich so gefreut habe, als es angekündigt wurde. Also wirklich, ich war Feuer und Flamme für diese Geschichte und wollte sie unbedingt haben. Und zwar ist es Bones von Chantelle Tessier, der vierte Band in der Dark Kingdom Reihe. Ja, ich habe Teil 1 bis 3 schon gelesen und ich mochte wirklich die Bände echt gerne von ihr. Und diese Geschichte, ja, ich war auf Bones Geschichte einfach so gespannt, weil er für mich auch einfach der spannendste Charakter von der ganzen Reihe war. Und als dann rauskam mit dem Cover, mit dem Klappentext, also als das alles veröffentlicht wurde, kam dann raus, dass die Geschichte über Bones und Mia ist und das habe ich so gefeiert. Wirklich, das habe ich mir so gewünscht, dass es zu diesem Pärchen kommt und das ist dann auch passiert. Kurz gesagt geht es in der Geschichte, wie gesagt, um Mia und um Bones. Und Mia hat es als Mädchen in dieser Mafia-Welt nicht leicht. Die Väter wollen immer gerne Söhne haben und ja, die Frauen werden da nicht unbedingt gut angesehen und auch gut behandelt. Und als sie eines Tages auch entführt wurde und es für sie nicht so gut aussieht, springt Bones ein und hilft, sie zu befreien und sie ja, einfach da rauszuholen, wo sie gerade drin steckt. Dabei bleibt es aber nicht. Bones wird so ein bisschen ihr Aufpasser, ihr Beschützer, sag ich mal. Und Mia, ja, verfällt ihm einfach total. Und auch Bones ist von Mia wirklich angetan. Das würde ich erstmal zum Inhalt sagen. Ja, ich bin durch die Seiten geflogen. Also sobald ich das Buch hatte, wusste ich, das wird jetzt hier eine schnelle Nummer werden. Also da bin ich ganz, ganz schnell durch und ja, werde das wahrscheinlich in ein, höchstens 2 Tagen durchhaben und so war es auch. Chantelle Tessier hat wieder einen sehr tollen Schreibstil gehabt. Ich habe sehr gemocht, wie sie geschrieben hat und es war auch immer so, dass ich dann auch weiterlesen wollte. Ich wollte immer wissen, was passiert als nächstes. Da konnte sie auf jeden Fall für mich irgendwie immer auch so die Spannung halten. Mia und Bones waren toll. Ich fand Mia wirklich sympathisch. Wir haben ja schon mal in Code of Silence so ein bisschen was von ihr ja, sag ich mal, kennengelernt, aber hier natürlich nochmal viel, viel mehr. Es gibt einen Kritikpunkt, den ich habe und aus diesem Grund hat das Buch auch 4 von 5 Sternen bekommen und nicht 5. Und zwar fand ich, dass es sehr wenig Drama in diesem Buch gab und durch bestimmte Vorgeschichten, die man eben in dieser Reihe einfach kennt, wenn man die vorherigen Bände gelesen hat, war so viel Material da und es waren so viele Möglichkeiten da, wirklich noch mehr Drama in die Geschichte reinlaufen zu lassen. Und das habe ich mir eigentlich gewünscht. Ich habe mir da wirklich eine dramatische Geschichte auch gewünscht, was eben diese Liebesgeschichte anging. Und da gab es super viele Möglichkeiten. Und die wurden für mich jetzt nicht so genutzt. Also da hätte ich mir schon noch mal ein bisschen mehr gewünscht, auf jeden Fall. Mehr Drama, aber gut. Letzten Endes 4 von 5 Sternen hat das Buch bekommen. Cooles Buch, ein cooler Band in der Reihe und Bones und Mia waren wirklich einfach toll. Das nächste Buch habe ich, glaube ich, tatsächlich ganz spontan angefangen. Also da war jetzt irgendwie, also es war nicht so, dass ich mir das jetzt mal zeitnah vorgenommen habe und so weiter, aber es ist ein Jahreshighlight geworden. Also es war wirklich grandios. Es war so eine geniale Geschichte und zwar Birthday Girl von Penelope Douglas. Ihr wisst,
Ich mag Penelope Douglas wirklich gerne. Ich mag ihre Bücher. Ich liebe ihre Devil's Night Reihe. Oh mein Gott, da sind für mich mit die besten Romance-Bücher drin, die ich je gelesen habe. Und dieses Buch, also Birthday Girl, ist ein Standalone von ihr. Und wir haben in der Geschichte Jordan und Pike. Ja, und Jordan hat ein kleines Problem, denn sie wird mit ihrem Freund aus der Wohnung geschmissen. Ihr Freund ist ein bisschen problematisch. Er hat so seine Schwierigkeiten, seine Probleme und sie werden, wie gesagt, aus der Wohnung geschmissen und stehen so halb auf der Straße da. Dann springt allerdings der Vater von Jordans Freund ein, und zwar Pike. Er nimmt die beiden bei sich auf zu Hause. Jordan kennt ihn nicht, also ihr Freund hat nie von seinem Vater gesprochen und da war auch eigentlich immer eher Funkstille, ein eher angespanntes Verhältnis. Ja, und die beiden ziehen dann da ein und es könnte verbotener nicht sein, denn Jordan und Pike verlieben sich ineinander. Also Jordan verliebt sich in den Vater von ihrem Freund. Und wirklich, dieses Buch schreit ja schon nach einer verbotenen Liebesgeschichte. Wirklich, absolut verboten. Und es war so gut, wirklich, es war so gut. Und das ist bestimmt keine Geschichte für jeden, also um Gottes Willen. Aber ich muss wirklich sagen, Penelope Douglas hat es super gemacht. Wirklich so, dass man mit den Entwicklungen in Anführungszeichen leben konnte. Ich konnte die Entwicklung nachvollziehen. Es ist nicht da alles Friede, Freude, Eierkuchen, ne, um Gottes Willen. Aber ich konnte es verstehen und ich konnte es richtig merken beim Lesen, wie Jordan und Pike sich ineinander verliebt haben. Und dass das wirklich nicht dazu gedacht war, um Jordans Freund auszuwischen oder so. Das war es wirklich überhaupt nicht. Es war so viel mehr und wow, ich wünsche mir wirklich, dass dieses Buch übersetzt wird von Penelope Douglas, weil diese Geschichte meiner Meinung nach so viel mehr Leute lesen müssen. Es war einfach wow. Ich war sprachlos. Ich habe es richtig durchgesuchtet wieder und 5 Sterne. Ich kann nichts anderes sagen als 5 Sterne. Wow, wow, wow. Es war nicht so ein düsteres Buch. Also Penelope Douglas hat ja in der Devil's Night Reihe auch wirklich eher düstere Bücher geschrieben. Das war es nicht, aber es war trotzdem mega, wirklich. Also dieses Verbotene, wie gesagt, dabei, sich in den Vater von dem Freund zu verlieben, wow. Ich liebe es, ich finde, es war ein so spannendes und einzigartiges Buch. Ich kann nur meinen Hut davon ziehen und sagen, ich habe es geliebt, wirklich. Das nächste Buch war auch in aller Munde, es wurde richtig gehypt und ich habe mich schon richtig auf diesen Start der Reihe gefreut. Und zwar ist es Air Awoken von Elise Cover in der ersten Auflage mit diesem absolut grandiosen Buchschnitt. Also ich liebe ihn und ich möchte unbedingt alle Ausgaben in diesem Buchschnitt haben. Ja, wir haben hier in der Geschichte Valla und Valla fürchtet schon immer Magie. Magie ist immer schon was gewesen, was sie mit etwas Negativem verbindet. Und sie möchte nichts mit Magie, also unter keinen Umständen, zu tun haben. Allerdings kommt es zu einer Begegnung mit dem Kronprinzen Aldric. Und er eröffnet ihr tatsächlich, dass Valla Magie im Blut hat. Dass Valla jemand ist, der Magie beherrschen kann. Und das haut sie so um, dass bringt ihr ganzes Leben aus der Bahn. Es bringt sie so ins Wanken, weil sie ja eigentlich nichts damit zu tun haben will. Sie muss aber auf kurz oder lang feststellen, dass sie sich dieser Magie nicht entziehen kann und an sich arbeiten muss. Und dabei hilft ihr der Kronprinz Aldric. Und zwischen den beiden, ja, kommen auch irgendwann Gefühle ins Spiel. Das würde ich kurz gesagt zum Inhalt sagen. Ich finde es ganz gut, wenn man hier gar nicht so viel weiß tatsächlich. Und alles in allem hat das Buch 4 Sterne bekommen. Es war ein schöner Einstieg in diese Reihe. Ich muss sagen, mir war der Anfang, also ich fand den Anfang gut,
Aber mir war der ein bisschen zu lang. Also dieser Einstieg, diese Einleitung, sag ich mal. Die hätte für mich ein bisschen kürzer sein können. Ich habe aber in diesem Einstieg immer mal wieder so einen Lichtblick gesehen und mir gedacht, das könnte echt noch richtig gut werden. Das waren immer mal so Stellen, wo ich gedacht habe, es gefällt mir jetzt hier richtig gut. Und die zweite Hälfte war dann auch wirklich, finde ich, super stark, ein gutes Tempo dabei. Es war interessant, es war spannend. Es waren neue Dinge, die irgendwie passiert sind, die mich sehr überrascht haben. Und ja, alles in allem, wie gesagt, hat das Buch 4 Sterne bekommen. Die Liebesgeschichte war mir noch zu oberflächlich. Da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Aber ich muss wirklich sagen, ich glaube, das könnte in Band 2 wirklich noch richtig, richtig gut werden. Und ich freue mich nach diesem Ende schon sehr auf den zweiten Band. Es steht hinten leider noch kein Erscheinungsdatum drin. Also steht nur drin, dass der zweite Band kommt und dass der zweite Band Firefallen heißen wird. Ich hoffe, dass wir jetzt im Herbst ein paar mehr Infos dazu bekommen. Und ja, freue mich einfach schon auf Band 2. Das nächste Buch war für mich irgendwie auch auf jeden Fall ein Jahreshighlight. Ich habe es so geliebt und es war einfach wieder eine richtig schöne Geschichte. Und zwar, was niemand von uns weiß, von Serena Bowen, der dritte Band in der Burlington University Reihe. Aber eigentlich ist dieses Buch so ein bisschen eine Art Spin-off zu der True North Reihe. Wir haben hier in der Geschichte nämlich Kyrian Shipley und er ist Cousin von unseren ganzen anderen Shipley Kindern, die wir von der True North Reihe kennen. Und auch zum Teil von Band 1 von der und Band 2 von der Burlington University Reihe. Ja, und Kyrian, der hat viele Geheimnisse. Seine Familie weiß irgendwie tatsächlich recht wenig über ihn. Und ja, er hält sehr viel unter Verschluss, was mit seiner Person zu tun hat. Als dann allerdings Roderick in sein Leben kommt und der irgendwie händeringend eine Bleibe braucht, eine Wohnung braucht, springt er ein und nimmt ihn bei sich auf und so werden die beiden zu Mitbewohnern. Aber es knistert gewaltig. Die kennen sich tatsächlich auch schon aus ihrer Highschool-Zeit und sowohl Kyrian als auch Roderick, ja, fühlen sich doch eher zu Männern hingezogen. Also Roderick auf jeden Fall, er macht auch kein Geheimnis daraus, dass er schwul ist. Kyrian ist dann noch eher so ein bisschen vorsichtiger, bedachter. Ja, aber die beiden fühlen sich wirklich super zueinander hingezogen und da knistert es gewaltig. Alles in allem war das ein richtig tolles Buch. Also es hat 4,5 Sterne von mir bekommen, es hatte ein gutes Tempo, es war eine gute Storyline da, die Charaktere waren toll, es war toll. Es war wirklich einfach schön, toll. Ich habe es super gerne gelesen, beziehungsweise auch in diesem Fall als Hörbuch gehört und ich kann euch wirklich nur sagen, ich hoffe, dass Serena Bowen noch mehr Male-Romance-Bücher schreiben wird, denn sie kann es echt richtig gut. Also da war auch so ein Plot-Twist irgendwie dabei, beziehungsweise was dann so rausgekommen ist und das fand ich irgendwie einfach toll und das Ganze drumherum, der Verlauf der Geschichte, es war toll, 4,5 Sterne, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Lest es unbedingt, guckt euch die Reihe bzw. die Bücher auch von der Burlington University Reihe an. Ich mochte sie alle wirklich sehr gerne, wobei Band 2, glaube ich, mein Favorit ist, den fand ich echt auch ganz toll. Auch das nächste Buch war in aller Munde und ich wollte es auch unbedingt ganz, ganz zeitnah lesen. Und zwar Kingdom of the Wicked, der Fürst des Zorns von Carrie Maniscalco. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Ich habe auch hier wieder die Ausgabe von der Bücherbüchse mit diesem tollen Buchschnitt. Also ich bin total verliebt und finde es richtig, richtig cool. Aber ich finde es auch cool, dass die Cover übernommen wurden aus dem Englischen. Ja, und wir haben hier unsere junge Hexe Emilia und als sie ihre Schwester, ihre Zwillingsschwester Victoria verliert, will sie Rache. Sie will herausfinden, was da passiert ist. Sie möchte wissen, warum wurde sie ermordet. Welche Geheimnisse hatte ihre Zwillingsschwester, die sie auch vor ihrer eigenen Schwester dann geheim gehalten hat, weil Emilia wusste von vielen Dingen einfach nichts. Und als sie sich eben da auf die Suche macht, trifft unsere Emilia einen der 7, ich glaube es sind 7, oder? Genau, einen der 7 dämonischen Höllenfürsten, und zwar Wrath. Und sie wurde schon von klein auf immer vor diesen Höllenfürsten gewarnt. Sie soll sich von denen fernhalten, damit denen ist nichts Gutes verbunden. Und um Gottes Willen nie irgendwie damit in Berührung kommen. Aber genau das passiert.
Er wird in Anführungszeichen so ein bisschen der Verbündete. Sie macht sich eben weiter auf die Suche nach Informationen und dabei merkt sie doch irgendwann, dass sie sich in Wrath doch irgendwie schon ein bisschen verguckt hat. Das zum Inhalt. Ich muss sagen, ich mochte das Buch gerne. Ich habe dem Ganzen 4 Sterne gegeben. Es war ein guter erster Band, der das Rad nicht neu erfindet. Also das muss man auch sagen. Aber mich hat es nicht gestört, weil ich die Geschichte einfach gut gemacht fand. Ich fand, die Geschichte war gut umgesetzt. Ich habe hier wirklich mehr Romance gehabt, was ich mir ja auch immer so wünsche bei Romantasy. Es hätte zwar auch noch mehr sein können, ja, aber ich habe so diese Verbindung von Wrath und Emilia schon gemerkt. Und ja, kann sagen, Rad nicht nur erfunden, ist aber nicht schlimm. Gute Umsetzung, interessante Charaktere, interessante Entwicklungen in der Geschichte. Und ich bin auf Band 2 gespannt. Der ist von vielen ja der Favorit. Viele sagen, Band 2 ist noch besser. Also schaue ich mir das Ganze mal an und bin gespannt, wie es in Band 2 weitergehen wird. So, wir sind tatsächlich jetzt beim letzten Buch für dieses Video angefangen. Also ich glaube, das wird echt wieder mega lang. Ich sitze jetzt hier bestimmt schon 1 Stunde und drehe. Aber das letzte Buch muss natürlich auch noch mit rein. Und das ist Wenn aus Funken Flammen werden von Abby Jimenez. Oder ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Ja, das ist ein Buch, was ich tatsächlich letztes Jahr im September angefangen habe. Und es gibt ja manchmal so Bücher, die gefallen einem, die fängt man an, man ist gut drin. Aber irgendwann liest man einfach nicht mehr weiter. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal hattet, aber bei mir gibt es das tatsächlich immer mal wieder, jetzt nicht jeden Monat, um Gottes Willen. Aber das war hier so ein Kandidat. Und jetzt habe ich mir aber mal gedacht, komm, also das Buch, das steht jetzt hier rum und jetzt geht's nicht mehr. Also jetzt musst du mal wirklich weiterlesen und das habe ich getan. Wir haben hier in der Geschichte Kristen und Josh und als die sich das erste Mal begegnen, da wissen sie irgendwie, es passt. Sie fühlen sich zueinander hingezogen, sie finden sich gegenseitig super attraktiv. Sie teilen den gleichen Humor, viele gleichen Interessen und die Chemie stimmt einfach. Eigentlich kann den beiden nichts im Weg stehen. Außer, dass Kristen Josh die eine Sache nicht geben kann, die er sich über alles wünscht. Und das weiß Josh nicht. Und aus diesem Grund schiebt Kristen Josh doch dann immer mehr weg von sich und versucht Abstand zwischen den beiden herzustellen. Aber es klappt nicht so richtig, weil sie einfach sich so gern haben, sich so mögen. Es wird immer schwieriger und die beiden, die müssen irgendwann schauen, wie können wir eine Zukunft haben, können wir eine Zukunft haben. Und Kristen muss es vor allem schaffen, viele negative Gedanken, die sie über sich hat, hinter sich zu lassen. Das zum Inhalt. Wie gesagt, das Buch hat mir gut gefallen. Also, dass ich jetzt so lange dafür gebraucht habe und so eine lange Pause hatte, hatte nichts damit zu tun, dass ich es nicht mochte. Es hat 4 Sterne von mir bekommen. Ich habe diese Leichtigkeit des Buches gemocht, diesen schönen, angenehmen Schreibstil, den Humor, aber gleichzeitig auch diese ernste Seite. Also es gibt sowohl leichte als auch ernste Passagen und dieses Zusammenspiel war einfach toll in der Geschichte. Diese Thematik, diese Problematik, die hier angesprochen wird, wird meiner Meinung nach super umgesetzt und ich habe mir auch dann das Nachwort von der Autorin durchgelesen und fand wirklich, dass sie das ganz, ganz toll gemacht hat. Ich muss aber sagen, das Buch hätte vielleicht so 100 Seiten weniger haben können. Ich glaube, so nach den ersten 100, 150 Seiten, kamen dann mal so 100 Seiten, wo ich mir gedacht habe, okay, das hätte man jetzt auch weglassen können, weil dieses Vorspiel zwischen Josh und Kristen mir einfach dann doch ein bisschen zu lang gedauert hat. Man wusste zwar die ganze Zeit, sie mögen sich, sie fühlen sich total zueinander hingezogen, aber ich weiß nicht. Bis dann mal wieder was passiert ist, nachdem mal was war, das war mir irgendwie zu lang. Ich weiß, dass es auch mit Kristens Unsicherheit zu tun hatte und mit ihren Dämonen, die sie verfolgen. Aber trotzdem hatte ich da so eine Länge drin, die meiner Meinung nach nicht hätte sein müssen. Aber auch gerade so, ich sag mal, die letzten 100, 150 Seiten, die waren wieder so emotional und so einnehmend. Also guckt euch das Buch bitte unbedingt an. Und es ist auch eine Sache passiert, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Also es war für mich ein richtiger Plot-Twist. Es hat mich voll schockiert. Ich musste auch wirklich echt
ein bisschen weinen, muss ich sagen. Und deswegen freue ich mich jetzt schon sehr auf Band 2. Lest euch nicht den Klappentext von Band 2 durch, wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt. Kurzer Tipp von mir, weil, wie gesagt, hier passiert eine Sache und das hat mich voll überrascht. Also alles in allem 4 Sterne für das Buch. Ich kann es euch auf jeden Fall ans Herz legen. Eine schöne Geschichte und guckt es euch sehr, sehr gerne an. So, das war mein Lesemonat für die Monate Juli und August. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, das Video ist, glaube ich, mega lang. Ich muss mich jetzt erstmal an den Schnitt setzen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Aber trotzdem, ja, hoffe ich, ich konnte euch die Bücher ein bisschen genauer vorstellen. Ihr konntet vielleicht noch ein paar neue Geschichten für euch entdecken. Und guckt euch, wie gesagt, sehr, sehr gerne mal alles zu BookBeat an, was ich euch auch nochmal in der Infobox verlinke mit meinem Code, dass ihr das 2 Monate testen könnt. Ich glaube, da macht ihr wirklich nichts falsch mit, um einfach mal auszuprobieren, ist es was für mich oder nicht. Deswegen ist es ja dafür da, dass man eben diese 2 Monate sich ausprobieren kann. Und ja, ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Video.